Hallihallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play City Skylines. Ich habe hier gerade noch beim Ende der Aufnahme gesehen, dass hier wieder einige Gebäude abgefackelt sind. Meine Feuerwehr ist da ja wunderschön dabei. Wie ich sehe, da war noch eins. So, hier sind eh noch voll. Nee, da war noch ein kaputtes. So. Was ich ebenfalls gesehen habe, was wir jetzt mal uns kümmern können, ist, kranke Bürger sind hier ein Haufen. Wo sind denn hier unsere ganzen Einrichtungen? Da unten ist eine, da müssten wir mal hier oben ein großes hinsetzen, hä? Und die Ecke da zur Krankenhausecke. Zack, dann dürfte es denen besser gehen, hoffe ich. Waren hier überhaupt welche? 15 von 38, ja. Na, dann dürfte es doch gehen. Also hier sind krank, habe ich gesehen. Das mit den 7 Friedhöfen. Also das müsste ich ja eigentlich schon geschafft haben, oder? Wenn ich noch wüsste, wo das war. Bildungsausgaben erhöhen. Wow, das haben wir auch gleich. 10 Instanzen. Ah, 2 brauche ich noch. Gut zu wissen. Industriegebiet. Oh, brauche ich mehr. Kinder in Grundschulen. 15.000. Wie viele Grundschulen soll ich denn da bauen? Da passen noch 1.000 oder so rein. Als Rathausgebäude auch eine schicke Dekoration um seinen funktionalen Grundriss veranlassen, den örtlichen Adel dazu, sich das Anwesen als permanente Residenz anzueignen. Krass, 600 städtische Dienstleistungsgebäude. Das in so einer Stadt wird das schwierig, ne? Ja, 2000 verlassene Gebäude, das kriege ich so schnell nicht hin. Außer vielleicht zum Schluss, dass wir das als allerletztes freischalten. Gewerbegebiet. Da dürften wir ja bald haben. Und den zweiten Frachthafen, ja, genau. Das war ja so eine Sache mit dem Frachthafen. Das brauchen wir hier. Durchschnittliche Gesundheit unter 20%. Bisschen zu verrückt, meine armen Bürger. Alle Steuer höchstens 4%. Das könnte man mal machen. Bisschen Puffer haben wir ja mit 5 Millionen. Da haben wir alles. Gebäude verlassen. Wie gesagt, das kommt zum Schluss. Universitäten kann man immer gebrauchen. 20.000 Quadrate Geschäft. Das kriegen wir hin. 300 städtische Service-Dienstleistungsgebäude gedöns. Was war das? Aquarium. Das kommt. Da ist kein Platz hier. Das kommt dahin. Gefälle zu steil jetzt. Machen wir sowas. Da. Da kommt ein Aquarium hin. Zack. Hier hinten hatte ich nämlich auch das Problem. Hier war nämlich auch ein Haufen Kranke vorhin. Könnten wir auch mal ein Krankenhaus hinsetzen. Einfach nur, weil wir es können. Zack. Wie sieht's mit Feuerwehr eigentlich aus? Hier hinten überhaupt schlecht. Zack, Kinder. Kann jeder gebrauchen, so eine Feuerwehr. Hat kein Strom? Doch, hat sie. Ja, die Feuerwehr hier ist so eine Sache. Theoretisch auf die Seite? Achso, die kommen ja nicht in die Richtung. Ja, genau. Lassen wir mal so. Da hinten passt es eigentlich. Polizei. Wenn dann die große. Brauchen wir hier hinten auch wieder. Die kommt ans Meer. Polizei braucht immer einen guten Ausblick aufs Meer. Aufs Meer, genau, auf den Fluss. Ja, genau, das Meer. So, wo hatten wir bis jetzt? Wir hatten nur den einen Anschluss und das wird niemals reichen. Niemals nicht. Was wir machen könnten. Fälle zu steil, was?
Warum? Gefälle zu steil. So. Und jetzt irgendwie daran. Das sieht aber blöd aus. Ach so. So, zack. Haben wir einmal einen Weg darüber. Dann kriegt das Gebiet mal ein bisschen mehr Durchverkehr. Wahnsinn, was ist denn da los? Also. Oh je, das kann nichts werden. Wenn jetzt schon hier so ein Stau ist, war doch nur ganz normal. Darüber gelaufen wird. Ach, krass. Das kann ja gar nicht sein, das ist ja übel. Tschüss. Da könnt ihr rausfahren, wenn ihr wollt. Zumindest in eine Richtung. Bin ja gespannt, ob das genutzt wird. So ab und zu mal so vereinzelte Ausfahrten, vielleicht bringt es ja, um das zu verteilen. Ich weiß es nicht. Krass, ist da so viel los? Hey, Jungens, Mädels, kommt mal klar. Ultra Hardcore. Oh, ein paar, die da abfahren. Sehr schön. Sogar einige, die da abfahren. Ins neue Gebiet. So, bitteschön. Könnt ihr die paar Toten in dem kleinen Gebiet holen? Das ist, wie gesagt, das ist die große Frage. Bringen es einzelne kleine Abfahrten um? Stimmt gar nicht. Um eventuelle Staus bei Ein- und oder bei Ausfahrten zu verringern? Theoretisch das hier nur noch als Einfahrt nehmen? Genau. Aha. So kommt man also jetzt am schnellsten weg. Solche Griebe. Ja, so kommst du in beide Richtungen. So, der Anstieg ist wieder derbste da. Geht klar, Jungs, Mädels. Wir fangen da an. So. Wie kriege ich jetzt den Strom dahin noch? Und da. So, nein, du baust an der falschen Stelle. Da drüben anfangen bitte. Ja. Weiter hierher bitte ausbauen. Hier noch ein bisschen. Und schon geht's los. Ah, Strom, Hilfe, Strom. Ihr baut falsch aus. Hier drüben bitte hin. Ja, genau, supi. So will ich das sehen. Jetzt noch hier dazwischen einer, bitte. Halt, das kann ich auch übernehmen. Einfach so. Was ist die? Habe ich. Krass, die habe ich schon lange gar nicht mehr weiter ausgebaut. Was Zufriedenheit angeht. Ich gehe kaputt. So, da den nächsten. Da noch einen. Hinten am Bahnhof. Geht schon was? Ching. Bling, 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 bling.
Dann da drüben. Dann können wir nämlich gleich auf der Seite weitermachen. Und wer alles ausbaut, gibt mehr Kohlen. Für uns. Und abgebrannt. War ja klar, weil hier kommt die Feuerwehr so ganz schlecht hin. Vielleicht bauen wir hier noch extra eine kleine hin. Also das ist wie so ein kleiner autarker Teil hier. So. Eine kleine Mini-Feuerwehr. Komm, fahrt los. Hier ist gleich ein Einsatz. Da. Ach, da sind schon welche. Glück gehabt. Glück gehabt, Jungs, Mädels. Wo bauen die gerade aus? Also nur in dem Kleingebiet. Und hier? Ach, die sind schon auf fast drei da oben. Cool. Hier jetzt zwei. Zwei, fast drei. Ich schätze, hier fehlt noch ein Bus oder so, eine kleine Buslinie. Außen. Da lang. Zack. Mal einmal schnell darum, denke ich. So, dann könnt ihr euch von da abholen lassen. Einmal am Bahnhof vorbei, damit auch ordentlich Leute kommen. Und wieder dran. Perfekt. Weil hier, ja, der Wahnsinn. 400 Leute. Also hier ist richtig was los. Und aber auf der U-Bahn will keiner, oder was? Ah ne, das ist der Gang, der Weg. Heftig. Wie sie da rumwuseln. Untergöttlich gehen sie scheinbar nicht so gerne. Sehr schön. Wie sieht es jetzt bei euch aus? Euer Ding gefällt es hier. Das sieht man schon. Irgendwann müssen wir uns hier auch noch um die nicht Gewerbe, um die Dienstleistungen kümmern. Ist das ein Aquarium? Also irgendwie kommt mir der Bau sau bekannt vor. Monumente. Erreichen eine Bevölkerung von 90.000. Sind wir ja fast. Hier hinten, oh, hier hinten haben wir ja noch gar nichts gebaut. Dienstleistungsgebäude 30. Das haben wir eh bald. Verlassene 49 haben wir aktuell. Der Frachthafen, ja. Genau. So, wie sieht's jetzt aus? Alles Paletti hier. Die wollen nirgends arbeiten. Die wollen maximal noch ein bisschen einkaufen, ein bisschen wohnen. Aber da haben sie ja noch genug Platz hier. Um das auszubauen. Dann können wir uns noch mal ein bisschen um die Schule kümmern. Grundschulen gehen zur Neige. Hier bauen wir mehr Bildung. Hier oben ebenfalls. Da scheint alles Paletti zu sein und hier hinten. Können wir ruhig ein bisschen mehr Überschuss bauen. Wir brauchen hier eh einen Haufen Kinder, die da reingehen sollen. Wie viel bringt denn das? 300 an Kapazität. Das kann man da bestimmt übers Budget erhöhen, oder? Dass da mehr rein können. Weil 300, das ist ja ein Witz. Da baue ich mich da dumm und dämlich. 375. Es werden weniger. Ihr müsst mehr Kinders machen. Hallo. So, wie sieht's in der Oberschule aus? Da wollen mehr. Da wollen mehr hin. Aber es ist nirgends Platz. Da können wir noch eine hinsetzen. Ohne, dass die groß belegt. Hier hinten haben wir extra mehr Platz gelassen. Für eine weitere Oberschule. Eigentlich müsste da hinten hin.
Es fehlt halt der Strom. Zack. Einmal durch, bitte. Danke. Püding. Trotzdem sind wir noch weit unter Kapazität. Und haben zu wenig Platz so rum. So, jetzt kommen wir langsam in den grünen Bereich. Da, wo wir hinwollen. Hier noch so einen hin. Da freuen sich alle. So ein Nunu-Park ist einfach was Feines, ne? Alle werden glücklich. Sehr schön. So will ich meine Bevölkerung sehen. Glücklich und zufrieden. Wunderschön. So. Und da hinten halt noch. Hallo? Werd glücklich jetzt. Voll aggro. Glücklich jetzt, Junge. Aber flott. Danke. So, es läuft doch gerade auf Stufe 1. Ach so. Meine, oh wieder. Alter. Jawohl, wir bauen unsere Schule in den Steinbruch, oder was? Alter. Jawohl. Keiner zur Schule? Doch. Es werden auch wieder weniger. Es werden immer weniger. Aber wir könnten langsam mal eine zweite Uni. Ja, die ist jetzt. Brauchen wir endlich eine zweite Uni. Endlich. Hat lang genug gedauert für die Uni. Wenn echt am Übrigen gleich schon mal eine dritte zu bauen. Einfach nur, wenn wir sie haben, haben wir sie, ne? Wir sollen eh einige Instanzen davon bauen. Aber bis das. Ich glaube, um die wirklich füllen zu können. Müsste man alles hier auch noch in dichtes Wohngebiet bauen. Wie geht's euch? Hä? Gewerbe? Alles Paletti? Ist schon geil, du fährst hier lagen und alles ist frei. Das hat was vor dem verdammt großen Parkplatz, wenn das hier alles Parkflächen wären. Aber übelst. So, warte mal. Wie ist das jetzt alles unter 40%? Unter 4%. Mal sehen, wie krass wir dann einbrechen. 3. 3. 3. 3. 2. 3. 3. Na, jetzt. Krass, minus 80.000. War da denn noch irgendwas? Was ich damit freischalte? Das da. Mega Einkaufszentrum. So, schön für euch gewesen. Hatten wir 12 oder 13%? Ach, genau, dann machen wir 13. Oh, so. Ist blöd, dass es da keinen allgemeinen Button gibt. Alles 13% oder halt einzeln. Oh. Perfekt. Minus 142.000. Pro Woche oder was war das? Wöchentliche Einheiten. Heftig. Oh. Das sind vor Schreck gleich mal alle gestorben. Alle den Herzkasper kriegt. Wie kann der so wenig Steuern machen? Hasskasper und weg. Ups. Was hier passiert? Gebäude abgebrannt. Wird echt Zeit, dass wir dann langsam mal großteils freigeschaltet haben. Und. Alter, ich denke mal, die werden jetzt echt viel Probleme haben, weil die anderen nicht mehr arbeiten wollen. In solchen Fabriken. Irgendwo habe ich gerade aufleuchten sehen.
abgebrannt. Da. Irgendwo da muss es sein. Da, ja. Hä? Verarscht mich das? Ne, da ist das Gebäude. Das ist halt... Es ist in dem Viertel, also leuchte ich mal da ganz dick. Und wenn man näher herankommt, verteilt sich es halt dann auf das Gebäude, wo es hingehört. Ja. So, schauen wir mal, ob man eventuell noch... Also meistens hilft es einfach auszusitzen. Irgendwann, wenn die keine Arbeit haben, gehen die automatisch dahin. Weil Geld brauchen sie alle. Was zur Hölle? Steuern zu hoch. Och toll, da waren die immer auf... Okay, 1% billiger. Wieder. 12. 12. So. Jetzt kackt nie rum, Mensch. Und schon wieder steht ein Gebäude in Flammen. Aber darum kümmern wir uns in der nächsten Folge. Ich bedanke mich hier vielmals fürs Zusehen. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Würde mich über Feedback freuen. Und bis in der nächsten Folge. Tschüss.